Im Land Brandenburg erhalten pro Jahr 1600 Frauen die Diagnose Brustkrebs. Eine von ihnen ist Antje Kahler. Im Jahr 2010 erfuhr sie erstmals von ihrer Erkrankung. Nach mehreren Therapien entschloss sie sich zu einem letzten mutigen Schritt. Vor wenigen Wochen wurde ihre Brust beidseitig entfernt. Mit ihrer Krankheit hat sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Entmutigen ließ sich die heute 70-Jährige dabei nie. Und man muss auch wirklich wollen und mitmachen. Wenn man sich jetzt nur hinlegt und sich dann vergräbt und denkt, ach Gott, mein Leben ist zu Ende und ich möchte nicht mehr und nein und das will ich nicht und jenes will ich nicht, dann weiß ich nicht, ob es so funktioniert. Also ich denke, es funktioniert, wenn man selber das Leben schön findet und am Leben Freude hat. Und die habe ich. Ah. Kompetente ärztliche Unterstützung hat Antje Kahler während der letzten Jahre hier in Potsdam, im Brustzentrum Potsdam, erfahren. Heute hat sie einen Termin zu einer routinemäßigen Untersuchung. Durch einen Zusammenschluss aller Fachdisziplinen können Patientinnen des Brustzentrums während der gesamten Therapiezeit optimal und vor allem individuell betreut werden. Frauen kommen zu uns, die entweder bösartige Erkrankungen in der Brust haben oder gutartige Erkrankungen. Manchmal natürlich auch Frauen, die noch gar nicht wissen, was sie haben, aber wo irgendwas Besonderes ist. Und diese Frauen werden uns dann zugewiesen und ja, dann sortieren wir erstmal. Das heißt, wir machen eine Anamnese, fragen, was los ist. Vielleicht hat die Frau was selber getastet. Manchmal kommen Patientinnen auch aus dem Screening zu uns, wo eben schon was vielleicht diagnostiziert wurde. Und dann geht es eben darum, dass man genau schaut, was ist das, worum geht es da eigentlich. Welche Therapieform für die Patientin die beste ist, das besprechen die Spezialisten verschiedener Fachrichtungen im Rahmen einer interdisziplinären Tumorkonferenz. Ein direkter Austausch verschiedener Kompetenzen ermöglicht eine effektive, zielgerichtete Behandlung. Im Fall von Antje Kahler haben sich die Ärzte für eine Antikörpertherapie entschieden. Dabei handelt es sich um eine spezielle moderne Behandlung, die nur ca. 18% der Betroffenen in Anspruch nehmen können. Antje Kahler gehört dazu. Bei der Antikörpertherapie geht es darum, dass man also zielgerichtet Zellen auf der Oberfläche, die sich nur bei wenigen Brustkrebspatienten befindet, eben dort der Antikörper andockt und damit eben die Wachstumssignale, die von diesem Rezeptor auf der Zelloberfläche an die Zelle gegeben werden, unterbrochen werden. Für welche Therapieform die Ärzte sich letztendlich auch entscheiden. Während der schweren Zeit der Behandlung und auch danach stehen den Brustkrebspatientinnen erfahrene Psycho-Onkologen wie Gesine Leithäuser zur Seite. In vertrauensvollen Gesprächen helfen sie den Betroffenen. Häufig ist ja die Situation, wenn man eine Diagnose von einer schweren Erkrankung bekommt, die, dass man so einen Kontrollverlust erlebt, würde man jetzt sozusagen psychologisch sagen. Das heißt, einem schwimmen da irgendwie die Fälle weg, weil man hat das Gefühl, man hat keinen Einfluss mehr darauf, was passiert. Und da ist sozusagen wichtig, als von psychologischer Seite das wieder zu stärken und zu vermitteln. Die Kontrolle habe ich auf eine Art noch. Und dann zu vermitteln, wie gehe ich mit dem Kontrollverlust aber um, der ja da ist. Man kann nicht wirklich steuern, ob die Krankheit weitergeht oder nicht, aber man kann steuern, wie man damit umgeht. Und das ist sozusagen ein wichtiger Inhalt der Gespräche. Antje Kahler hat im Laufe der letzten Jahre gelernt, mit der Diagnose Brustkrebs umzugehen. Selbstbewusst nahm die 70-Jährige alle Herausforderungen an, vor die sie die Krankheit stellte. Im Krankenhaus ist es super gelaufen. Die Ärzte und die Schwestern haben sich wirklich ganz toll um einen gekümmert und waren immer für ihn da und hatten auch mal, wenn man das mal brauchte, vielleicht auch ein tröstendes Wort und waren aber immer fröhlich, dass man schon, und vor allem hatte ich ja meinen Mann und den hatte ich auch immer hier im Krankenhaus. Der ist jeden Tag gekommen und hat geguckt, wie es mir geht und deshalb war ich auch nicht lange hier. Dank der modernen Medizin und vieler Menschen, die sie unterstützt haben, ist Antje Kahler auf einem sehr guten Weg, ihren Kampf gegen den Brustkrebs zu gewinnen.